Am Ende kommt meistens nur eine Sache wieder dabei heraus. Und es wird immer komplizierter. Ihr könnt ein Lied davon singen. Es gibt so viele Gurus da draußen, die euch immer wieder sagen, alles, was bisher da war, war falsch, dass hier ein großer Fehler ist. Und das ist eben das Ignorieren der vielleicht umfassendsten und größten Studie, an die niemals eine andere Studie rankommen wird. Wir reden hier nicht von 500, nicht von 1000. Ich biete euch eine Studie, an der mehr als 50 Millionen daran teilgenommen haben und teilnehmen. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute mit einem Video, wo es vor allem um die umfassendste Studie geht, die ihr überhaupt zum Thema Bodybuilding und Training vor allem bekommen könnt. Es gibt da draußen so viele Videos, die sich immer nur um das eine drehen, Studien oder Studien hinterfragen oder vor allem eher heutzutage der YouTube-Trend nach Studien fragen. Es gibt so viele da draußen, die ihr eigenes System begründen und das auf eine Handvoll von Studien dann eben aufbauen und darauf verweisen. Die nehmen sich natürlich meistens die entsprechenden Studien raus, die das Ganze unterstützen. Man kann sie in mehreren Richtungen interpretieren, heißt aber nicht, dass das Ganze Betrug ist, denn das ist eine mögliche Interpretation. Am Ende kommt meistens nur eine Sache wieder dabei heraus, nämlich, dass wir einen breiten Korridor haben von Möglichkeiten, wie wir mit Widerstandstraining, sprich Gewichte und die Muskeln, die kontrahieren, unsere Muskeln aufbauen können und unseren Körper trainieren können. Umso mehr Erfahrung ihr in dem Bereich macht, also über den Anfängerstatus hinauskommt, desto eher kommt ihr zu dieser Weisheit zurück. Warum zurück? Wir starten eigentlich ohne Wissen und denken, man muss irgendwie Gewichte heben, Steine, wenn man irgendwo einen Damm baut oder was weiß ich, oder körperliche Arbeit auf dem Feld oder Liegestütze machen und dann wachsen die Muskeln. Dann verkompliziert sich das in unseren Köpfen meistens, weil wir plötzlich mehr Wissen bekommen. Warum wird es dann komplizierter? Eigentlich müssten wir mehr verstehen, weil wir plötzlich sehen, wie komplex es ist. Es gibt so viele verschiedene Muskelgruppen, wie sie kontrahieren, Geräte, die das Ganze machen und die wir dafür nutzen können, Trainingssysteme, die es gibt, dass man nicht immer trainieren kann, wann man möchte. Das heißt, man muss auch so ein bisschen über Anatomie und Biozyklus und sonst was lernen und es wird immer komplizierter. Ihr könnt ein Lied davon singen. Ihr da draußen habt diesen Kanal gefunden, mich gefunden und so viele andere gefunden, weil ihr genau diese Information sucht. Und weil ihr genau daran sicherlich, Hand aufs Herz, alle verzweifelt, das tue ich auch, ist jetzt gar nicht so ein Ihr- und Ich-Ding. Umso interessanter ist es doch mal zu wissen, worauf können wir uns wirklich verlassen. Und da kommen dann die ganzen Gurus ins Spiel. Ihr könnt euch nur auf mein System verlassen, denn ich habe folgende Studien ausgewertet und das ist Fakt. In jüngster Zeit habe ich mich schon mit einigen davon beschäftigt. Das soll auch an dieser Stelle gar keine große Kritik daran sein, denn wie schon gesagt, sie greifen ja auch immer ein Stück Wahrheit auf. Allerdings ist das ebenso die Frage, ob es dann nur diese Wahrheit gibt oder das viel simplere am Ende, und deswegen rede ich eben, wir kommen da wieder an, wo wir startet sind, doch wiederum nur zählt, setzt einen Reiz. Wir wissen grob wie, ja, da wissen wir ein bisschen mehr als am Anfang, aber eigentlich brauchen wir kein System von dem und dem und einen tollen Namen von dem und dem und irgendwas ganz Ausgeklügeltes mit Wiederholungszahlen, und brauchen wir alles gar nicht. Und jetzt eine kleine Gedankenhilfe. Es gibt so viele Gurus da draußen, die euch immer wieder sagen, alles, was bisher da war, war falsch, die Industrie verarscht euch, was sicherlich zum Teil auch stimmt, oder alles, was man euch bisher erzählt hat und so weiter. Alle Lehren bisher waren falsch. Das Problem dabei ist, und das habe ich schon in einigen anderen Videos und auch in den Bezugsvideos dazu genannt, dass hier ein großer Fehler ist. Und das ist eben das Ignorieren der vielleicht umfassendsten und größten Studie, an die niemals eine andere Studie rankommen wird. Hier mal ein kleines Nebengleis zu den Studien generell. Studien werden eigentlich immer nur dann gemacht, wenn da Finanzen hinter sind. Wenn da irgendjemand viel Geld dafür ausgibt, und der würde das nicht aus gemeinnützigen Sinnen in meisten Fällen machen, sondern weil er was davon hat. Das heißt, es gibt Studien in der Medizin, aber auch immer nur dann, wenn man sich erhofft, ein Medikament dafür herzustellen und damit viel Geld zu verdienen. Und das gilt grundsätzlich im Wissenschaftsbereich. Nicht umsonst sind
die Wissenschaftszweige am weitesten, wo am meisten Geld hintersteckt. So auch zum Beispiel in der Kriegsindustrie, die eine ganze Menge von den Erfindungen, von denen wir heute profitieren, eigentlich erst verursacht haben, wie das Internet. Jetzt haben wir hier den Fall, wo soll jemand davon profitieren, das absolut tollste Training herausgefunden zu haben? Soll man damit Bücher verkaufen? Wie erreicht man die Leute? Gibt es nicht. Ihr findet Studien meistens mit 50 Teilnehmern, 100 Teilnehmern, vielleicht von Sporthochschulen und dergleichen, mit ungleichen Teilnehmern. Man weiß nie, sind es richtige Bodybuilding-Asse oder nicht. Trifft das auf Leute wie euch und wie mich zu oder nicht? Und mit nur 50 Leuten kann man wirklich nicht viel sagen. Denn da kann es auch mal wirklich total verschoben sein. Eigentlich wird es erst interessant so ab 200, 500 Leuten. Und davon gibt es keine Studien, denn die sind viel zu aufwendig und viel zu teuer. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Studie, auf die ihr euch vielleicht am meisten verlassen könnt. Und deswegen nur Studie in Anführungsstrichen. Es ist keine echte Studie. Eine Studie ist vor allem reglementiert, stark reglementiert. Man hat eine Kontrollgruppe und die kontrolliert man wirklich mit Ernährung, mit dem, was sie machen. Die dürfen eigentlich keine 5 Liegestütze außerhalb machen, wenn man zum Beispiel das Training protokolliert. Denn dann würde das schon verfälschen. Bei dieser Studie, die ich jetzt erwähne, haben wir genau das Problem. Es ist weniger kontrolliert. Dafür haben wir aber eine solch erstickende Masse. Wir reden hier nicht von 500, nicht von 1000. Ich biete euch eine Studie, an der mehr als 50 Millionen, vielleicht 500 Millionen, dran teilgenommen haben und teilnehmen. Und da kommen wir zu einer Urlehre zurück. Ich habe diesen ganzen Bogen nur gemacht, weil wir diesen mal zusammen als Gedankenexperiment angehen sollen. Und das ist wieder der Ursprung, den auch ein Markus Rühl nennt und viele andere nennen. Schaut euch doch da draußen um, was bei den anderen erfolgreich war. Ich habe es schon einmal gesagt. Ihr seht so viele Bodybuilder seit den 60er Jahren. Wenn ihr von Schwarzenegger redet und Franco Colombo und allen möglichen bis hin zu Ronnie Coleman, der Golden Era und bis heute Phil Heath und so weiter. Dann sind das die Profi-Bodybuilder. So viele Leute, die im Amateurbereich Bodybuilding machen oder als Model Bodybuilder sind. Men's Health Cover und so weiter. In Trainingsbüchern. Schaut euch mal die ganzen Leute auf der FIBO an. Bis hin zum kleinsten Mann, der einfach nur im McFit trainieren geht und krass aussieht. So wahnsinnig viele Leute. Heutzutage sogar noch viel mehr, weil ihr auf YouTube diese Leute seht und vor allem auf Instagram. Alle haben Muskeln. Jetzt ist die Frage, haben die alle ein ganz individuelles System gefunden? Haben die ein System gefunden von irgendeinem Guru hier? Und nur so die Muskeln aufgebaut, der behauptet, sonst geht das nicht. Wahrscheinlich nicht. Das sind all die Leute, die wie ihr da draußen irgendwann einfach angefangen haben, Gewichte durch die Gegend zu schleppen. Die irgendwann ein gewisses System da reingebracht haben. Ihr kennt das, zwischen 8 und 12 Wiederholungen, bis zur Erschöpfung trainiert. Mal ja, mal nein, mal mehr, mal weniger. Aber all diese Menschen, die meisten davon, haben kein ganz spezielles System gemacht. Kein 100 Wiederholungs, genau 6, 12, 10, 8 Wiederholungs, German Volume, 5, 5, 5, halb bis zur Erschöpfung gehen, tracken, 80% des Gewichts am Anfang nehmen und so weiter. Gar nicht gemacht. Das sind Leute, die haben oft gar nicht so viel Ahnung davon. Aber wir haben Millionen von muskulösen Körper. Millionen. Und das insgesamt, durch diese erstickende Anzahl, sollte euch einen Wink geben, dass es doch im Allgemeinen funktioniert. Wann immer ein Guru da draußen sagt, alles Bullshit bisher gewesen, bringt ja nichts, redet er davon, dass es bei ihm nicht viel gebracht hat und diese Fälle gibt's. Und dass er einen individuellen Weg gefunden hat, einen anderen Weg gefunden hat, mit dem er Erfolg hat. Und der hat auch bei anderen funktioniert. Alles super. Kann auch bei vielen von denen hinhauen. Und dann sammeln sich wieder einige um ihn und dann sieht das so aus, als würde er diesen neuen Weg gefunden haben und recht haben. Dabei sind es auch nur einige wenige. Die meisten haben alle so trainiert. Schwarzenegger hatte gar keine Ahnung davon. Der hat einfach trainiert. Und es hat funktioniert. Auch Ronnie Coleman noch. Auch Markus Rühl. Und auch Phil Heath noch. Die Leute, die trainieren alle seit 20 bis 30 Jahren. Und es hat funktioniert. Bei mir hat es funktioniert. Lüge ich euch hier an? Nein. Und das nur mal als Gedankenanstoß. Wichtig sind vor allem die Elemente. Macht etwas. Der grobe Korridor. Ja, es gibt Wiederholungen, es gibt Sätze. Guckt euch meine Basics-Serie an, da ist das alles drin. Ihr braucht kein spezielles System. Und merkt ihr, dass ein Muskel von euch oder ihr selbst, der ganze Organismus, euer Organismus, weniger auf das eine anspringt, zum Beispiel wenig Wiederholungen, dafür aber viel Gewicht.
Dann versucht das Gegenteil. Viele Wiederholungen, wenig Gewicht. Klappt es besser mit Pausen oder ohne Pausen? Beziehungsweise weniger Pause oder mehr Pause? Klappt es besser, wenn ihr zweimal die Woche trainiert oder einmal? Vielleicht sogar noch weniger? Welcher Split passt am besten? Wo habt ihr am meisten Spaß? Das alles findet ihr selbst heraus. Hier lautet das absolut wichtigste Stichwort: Tracken. Haltet es fest. Nicht, dass ihr einfach lose trainiert und gar nicht wisst, was habe ich vor ein Jahr gemacht, vor zwei und was jetzt, dass ich jetzt besser bin. Aber grundsätzlich ist schon mal wichtig für euch zu wissen, ja, ihr müsst nicht nach diesem heiligen Gral suchen. Der heilige Gral der Trainingslehre. Es funktioniert doch bereits schon. Es gibt erstaunliche Körper da draußen und der Körper passt sich an. Es werden noch viele Videos sicherlich dazu folgen, wo wir mehr darauf eingehen. Wo sind die Variablen? Was kann man alles machen? Was passiert vielleicht, wenn ich tendenziell mehr Wiederholungen mache und weniger? Und so weiter. Auch Videos noch, wo euch die Fitnessindustrie vielleicht wirklich verarscht. Oder auch Videos darüber, wie tracken wir denn genau? Was meine ich damit und wie können wir das festhalten? Hier erstmal ein interessanter Gedankenanstoß. Ich hoffe, der hat euch geholfen. Wenn ja, und wenn ihr solche Videos interessant findet, die immer so allgemein so ein bisschen das Bodybuilding beleuchten, auf gewisse philosophische Weise, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Themenvorschläge sind immer willkommen. Viele meiner Videos bauen mittlerweile auf eure Themenvorschläge auf. Und jetzt werden auch wieder einige davon folgen. Also abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen. Dann bekommt ihr solche Videos immer wieder mit. Mal ist was Interessanteres für euch dabei, mal nicht. So, und jetzt bin ich raus. Euer Gotti, macht's gut.